Ja, Wissen ist bei Google. Also man kann es notfalls beschaffen. Mir wird immer unterstellt, wenn ich das sage mit dem Google, dass man jetzt gar nichts mehr wissen muss. Das ist ja nicht wahr. Wenn mir irgendwie eine Vokabel fällt, kann ich sie nachgucken. Das war früher nicht so. Da hatte ich gar keine Chance auf dem Bauernhof, wenn ich irgendwas machen sollte. Und ich habe mein gutes Abitur, dann der Schüler-Warteraum-Bibliothek im Bahnhof in Hildesheim zu verdanken. Die gibt es noch. Da kriege ich manchmal weihevoll noch, weil da war ich und da standen die Bücher, die mein Leben ausgemacht haben. Auf dem Bauernhof gab es die ja in dem Sinne nicht. Und das ist heute für jeden verfügbar, normal auf dem Smartphone, jederzeit. Und es kommt zusätzlich eben jetzt auf Dinge an, dass man Probleme lösen kann, mit anderen Leuten klarkommen, ein bisschen verkaufen, managen, Projekt leiten und so weiter kann. Und das sind ganz andere Fähigkeiten, die in der Schule gar nicht geübt werden, in der Universität überhaupt nicht vorkommen, also noch nicht mal denkerisch. Und es wird unwidersprochen gesagt, dass viele Leute in Naturwissenschaften eben nicht gut verhandeln, Projektleiter und so weiter können, auch nicht so richtig emotionale Intelligenz aufbringen und so weiter. Und dann wird jetzt dauernd aufgezählt, welchen Mangel sie haben für die heutige Arbeitswelt. Also was ihnen an Bildung fehlt neben dem IQ und neben der Fachexpertise. Und das wird überall breit getreten. Man kriegt auch immer Sicherheitsbelehrung, man soll bitte anders sein. Aber ich meine, der Mensch entsteht psychologisch wesentlich, also in diesen Dingen, also in der emotionalen Sachen und in der Kreativität bis zum vielleicht dritten, vierten Lebensjahr. Da machen wir gar nichts und dann gehen wir bis zur Promotion und mit 28 geht er ins Berufsleben und sagen, jetzt soll er mal eine gute Führungskraft sein. Wie geht das? Ausbildung gibt es auch nicht mehr. Also praktisch, der Jammer ist ja, dass man das früher in der Firma auch lernen konnte. Also wenn man früher in einen großen Konzern mindestens eingetreten ist, gab es zwischen halben und anderthalb Jahren Ausbildung. Man ist in Banken durch alle Abteilungen gegangen. Ja? Also bei IBM musste man auch erst im Vertrieb und Einkauf und überall einmal rum die Tour machen, damit man das ganze Universum kennenlernt. Dann hat man auch die ganzen Jobs mal gesehen. Das ist alles abgeschafft. Die Industrie sagt einfach, komm, von Tag 1 wird gearbeitet. Und die Erziehung oder Ausbildung zu Führungskraft, Projektleiter und so ist einfach durch Learning by Doing ersetzt worden. Das hat einen gewissen Sinn. Ist nicht schlecht, Learning by Doing zu machen, aber man sieht dann irgendwie immer nur das alles von einem beschränkten Horizont.